Spannt's ab. Heute geht's los. Heute fahren wir eine Runde und ich würde sagen, wir nennen dieses Video das vergessene Video, weil wir ganz vergessen haben, ein Video zu machen, wie die Transalp überhaupt fährt nach unseren Umbaumaßnahmen. Stimmt. Und wir sind so viel gefahren mit beiden Motorrädern, mit der CL500 und mit der Transalp, dass wir einfach gar nicht mehr dran gedacht haben. Aber danke für die Erinnerung an dieser Stelle. Das wird jetzt nachgeholt. Es geht jetzt los. Es war immer viel zu tun. Nee, das ist keine Ausrede. Wir fahren jetzt lecker zur Biker Ranch Mittagessen. Das große Tanken. Beide Fahrzeuge sind übrigens äußerst sparsam. Also auch die hier läuft mit unter 5 Litern, was absolut in Ordnung ist. Also ich muss sagen, da kannst du wirklich Strecke machen und sie ist sehr, sehr bequem. Also das ist so was, was ich schon im Langzeittest feststellen konnte. Ich würde einfach mal sagen, wir beantworten zusammen kurz ein paar Fragen. Ne? Also zur Transalp. Wie verhält sich das mit dem Auspuff? Ich würde sagen, das ist ein Dämpfer, der mit Zulassung doch relativ kernig ist. Würdest du auch so bestätigen, ne? Würde ich auch so bestätigen. Dann war noch eine Frage, irgendwie kostet der Leistung. Das kann ich natürlich schwer beurteilen, weil ich das Motorrad nicht lange genug fahre. Also das heißt, das Motorrad ist schon länger bei uns, aber wir haben ja sehr, sehr früh den Auspuff umgerüstet. Also ich habe jetzt da keinen Vergleichswert, was jetzt, ob das jetzt mehr oder weniger Leistung hat, ist echt schwer zu sagen. Wenn man es jetzt subjektiv beurteilt, gefühlsmäßig beurteilt, würde ich einfach mal sagen, nee, gibt es jetzt keine Einbußen. Würde aber sagen, oft sind ja diese Zubehördämpfer etwas leichter. Das ist einfach ein Pluspunkt, ja, dass du Gewicht sparst. Wenn du es jetzt mit einem originalen Top vergleichst, wenn du da eine Kratzer reinmachst oder eine Katsche reinmachst, wenn du hier mal die Straße verlässt, dann ist das super ärgerlich, weil der Originalauspuff natürlich wesentlich teurer ist als ein Zubehörauspuff. Ich hätte jetzt auch eigentlich eine Frage, weil du meintest wegen der Leistung, wie kann ich das verstehen? Wenn man jetzt einen anderen Dämpfer anbaut, dann hat man auch mehr Leistung, oder wie? Ja, nicht immer. Weil der Sound ein bisschen kerniger ist, suggeriert dir das, dass es besser vorwärts geht. Dabei ist es aber vielleicht nur ein bisschen lauter und man verliert sogar was Leistung. Und hier würde ich sagen, ist es kerniger, aber ich glaube nicht, dass man Leistung verliert und ich glaube auch nicht, dass man Leistung gewinnt. Es ist einfach ein bisschen kerniger Punkt, weil das müsste man dann auf einem Prüfstand ermitteln. Ja. Man musste vorher messen, was hat das Ding Power beim Standardtopf und wie sieht es aus mit der Leistung mit diesem Zubehöraus. Was ich gut finde, ist so dieses, dass du die verschiedenen Mappings auswählen kannst, wobei ich da rein entweder mit dem Standard-Mapping fahre oder mit dem Sport-Mapping. Standard, wenn es regnet, aber sie hat ja auch noch einen Regen-Modus. Das heißt, Rain einmal drauf gedrückt aufs Knöpfchen und dann ist der drin, der Regen-Modus. Ist was ich jetzt nicht benutze. Gravel habe ich nur bei der Fahrzeugpräsentation ausprobiert. Dann hast du den User-Modus und eben den Sport-Modus, den ich sonst so bei trockenen Bedingungen fahre. Da ist die Gasannahme was direkter. Das ist was ich gut finde, dass das sehr einfach funktioniert. Also dieses einfache Umswitchen von diesen Fahrmodi, ohne da eine Atomwissenschaft draus zu machen. Wir fahren ein Stückchen Autobahn und testen das mal aus. 130 und da haben wir genau 4800 Umdrehungen, knappe 5000 Umdrehungen. Ich glaube, das hatte ich bei der noch nicht ausprobiert. Okay. Weißt du, welche Drehzahl die hat, wenn du 130 fährst? Weil manche Fahrzeuge sind ultra kurz übersetzt, kennst du vielleicht mittlerweile auch, Problematik. Und dann hast du halt Vibrations und das ist unangenehm. Gerade so bei einer Reisegeschwindigkeit von 130 und die dreht die ganze Zeit so hoch, so dann ist das nicht cool. Das macht die aber gut. Das sind halt so Sachen, die findest du natürlich relativ schnell raus, aber manche Sachen findest du tatsächlich erst raus bei einem Motorrad, wenn du es länger fährst.
Hauptsache, ich habe es nicht kontrolliert, was du wieder für Handschuhe an hast. Die Strecke war einfach nur unglaublich, ne? Mir war jetzt ein bisschen kalt, wenn ich ehrlich bin. Kalt oder was? Nein, es war trotzdem wirklich sehr, sehr schön. Von den Lichteinflüssen her, von dem ganzen Feeling her. Man hat das halt einfach genossen, hier hinzufahren, bis auf die Kälte. Aber mein Gott, für Kälte gibt es halt Klamotten. Und ich habe mir... Zeig mal deine Hände. Dummerweise... Es geht. Hat die meine dicken Winterhandschuhe mitgenommen hier. Ja, mein Gott. Ich habe da halt jetzt einfach nicht drüber nachgedacht, dass es so kalt ist. Ich bin aus dem Haus raus und da war es halt nicht so fresh. Aber egal, jetzt sitze ich in der Sonne, bestelle mir gleich einen Kakao, eine Pommes und dann bin ich halt wieder fit. Du musst mal sagen, wo wir überhaupt sind. Habe ich das noch nicht gesagt? Es wäre ihr Biker Ranch, heißt das, ne? Genau. Richtig voll, würde ich sagen, ne? Ganz viele Menschen, ganz viele Motorräder, ganz viele schöne Fahrzeuge habe ich schon gesehen. So, ich hoffe, dass wir gleich mal bestellen können. Aber erstmal muss ich auf Klöchen und dann müssen wir uns wirklich stärken. Dann ist die Welt schon wieder in Ordnung. Und über das Motorrad müssen wir auch noch reden. Und eine Vorbeifahrt müssen wir noch machen. Und einen Soundcheck draußen müssen wir noch machen. Ja. Es gibt noch richtig was zu tun. Und das bei so einem knappen Tag einfach. Die Tage werden zu kurz. Heute haben wir schon keinen Sommer gehabt. Jetzt haben wir keinen Herbst. Und auch noch kurze Tage. Wie waren deine Pommes? Geht so. Ich als Pommes-Spezialistin würde sagen... Ja, wir sind ein bisschen verwöhnt, ne? Da. Ja, ich finde, dass die Pommes halt einfach in Holland oder Belgien einfach am besten schmeckt. Und natürlich nette Zuschauer getroffen. Das ist natürlich auch immer cool für uns, so als Feedback. Und haben ein bisschen geklönt und jetzt machen wir uns auf den Weg hier. Das mal hier. Das ist nämlich so diese klassische Szene durch eine Ortschaft durch hier in der Eifel. Also in der Voreifel. Ist ja auch egal wo. Und vierter Gang rollen lassen. 30 km/h. Weißt du, es gibt manche, die fahren halt 30 km/h im ersten Gang. Und schon hast du Diskussion, ne? Ja, ja, das ist so. Und so hörst du halt gar nichts. Und da weiß ich nicht, ob das noch zeitgerecht ist, wenn man von einem kernigen Sound spricht. Vom Auspuff. Sollte einfach gucken, dass man keine mehr auf den Nerv geht. Ja, aber wenn das halt zu viel wird, dann werden natürlich mal wieder alle bösen Motorradfahrer über einen Kamm geschert. Und dann ist für alle scheiße. Und das würde ich einfach mal so in Frage stellen, wie kernig soll denn kernig sein? Dass das ein bisschen dumpfer ist, ist wahrscheinlich vollkommen okay, ja. Aber auch nicht mehr. Wir kommen eigentlich zu meinen 5 Punkten, die ich so schätze an diesem Motorrad. Punkt 1 ist die Sitzbank, Form der Sitzbank und Bequemheitsgrad der Sitzbank. Das hängt natürlich auch mit der Rastenhöhe zusammen. Ich mache nochmal einmal Probesitzen, dass ihr das seht. Also ich kann wirklich auch längere Touren fahren und fühle mich dabei sehr, sehr gut. Also das gefällt mir. Und was ich auch gut finde, dieser leichte Zugang zum Motorrad eben wegen dieser geringen Sitzhöhe. Und deswegen muss ich auch sagen, auch wenn die Alex sich nicht mehr so sehr dran erinnert, hat sie das auch total abgefeiert, dass sie das Motorrad gut fahren kann. Lenkerposition und Form ist auch
angenehm. Also die Lenkerbreite, das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, ah, für mein Empfinden könnte der Lenker ein bisschen breiter sein. Das ist hier nicht der Fall. Also hier kannst du wirklich Strecke machen und eben bequem sitzen. Das ist auch die Intention dieses Motorrades. Die Transalp war ja immer schon dafür bekannt, dass sie ein bequemes, solides, grundsolides Motorrad war. Und jetzt im Prinzip in der Neuauflage, muss ich sagen, Punkt, das kann ich einfach so bestätigen, das hat man auch beibehalten. Nächster Punkt, der mir persönlich gut und positiv aufgefallen ist, ist der kleine Scheinwerfer, der für seine Größe ordentlich ausleuchtet. Das ist natürlich kein Vergleich zur größeren, zur Africa Twin, die die Nacht zum Tage macht, aber hier siehst du auch wirklich was. Was wir so hingebaut haben an den Parts, da sind wir, bleiben wir gleich hier vorne, das Schnäbelchen. Also ich kann mich nicht dran gewöhnen, die Alex findet den Schnabel gut. Ich würde sagen, das ist was, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich würde sagen, mein Motorrad bräuchte so einen Schnabel nicht. Wiederum, was mir gefällt, was wir hingebaut haben, ist diese hintere Radabdeckung. Die hält doch ganz schön Schmutz weg, auch wenn man jetzt hier eine leichte Verschmutzung sieht. Aber ich bin ziemlich krass in den Regen gekommen. Aber so der Rest vom Heck, der bleibt sauber. Gucken wir uns den Auspuff nochmal an. Sound ist auf jeden Fall in Ordnung. Hier gibt es definitiv keinen dB-Killer, den man rausnehmen kann. Hier kann man nichts manipulieren. Das ist in Ordnung und das soll auch so sein. Ich glaube, ein Kommentar war noch drin, ob man das gepäckmäßig kombinieren kann, verantworten kann. Ich würde mal sagen, ja. Was wir immer mal gemacht haben, ist hier hinten drauf was zu packen. Und da sind wir beim nächsten Punkt, der mir sehr, sehr gut gefällt bei diesem Motorrad. Und das sind eben diese stabilen Bügel und eben serienmäßig diese Heckträger, wo du ordentlich was montieren kannst. Ohne dass du das Gefühl hast, das ist labberig oder da fliegt irgendwas weg. Also das ist wirklich ein grundsolider Bügel, wo du das Motorrad auch mal packen kannst dran. Also wirklich top. Und was ich wirklich echt gut finde und wirklich feier, der Anarchy Adventure, die Reifenkombination matcht wirklich sehr, sehr gut auf diesem Motorrad. Der Anarchy Adventure ist ja ein Reifen, wo du Strecke mitmachen kannst, der lange hält, der nass gut grippt, der aber auch auf so einem Schotter hier einen guten Dienst macht. Allerdings aufpassen, wer jetzt da grobere Sachen mit veranstalten möchte mit diesem Motorrad, der sollte sich der Tatsache bewusst sein. Solange das trocken ist, geht das. Wird das nass, gibt es von Michelin dann eben ein anderes Profil, was das besser kann. Definitiv. Gucken wir uns das Hinterrad an. Auch hier ist das Gripniveau gut. Du fühlst den Reifen gut. Er kündigt sich auch so ein bisschen an, wenn er irgendwo in einen Bereich kommt, wo dann sein Limit ist. Also das ist wirklich auch genauso unaufgeregt wie dieses ganze Motorrad. Was ich extrem gut finde, was wir hingebaut haben, ist hier diese Heckpartie. Das sieht natürlich deutlich besser aus als das Standard Plastikgedöns, aber da sind die Hersteller alle gleich. Ich meine, sie müssen irgendwo ihr Nummernschild platzieren und ich finde, wenn man hier Hand anlegt, dann erzielt man doch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das Ganze haben wir dann noch mit den kleinen LED-Blinkern versehen. Nicht zu klein, aber wie ich finde, passt das ganz gut zum Motorrad. Hier mussten wir auch kein Relais tauschen, also weil wir vorne die originalen Blinker gelassen haben. Also das ist ja Standard geblieben. Und sonst im Großen und Ganzen muss ich sagen, ein tolles Bike. Wer jetzt was sucht, um so richtig im Gelände rumzuschubbern, würde ich sagen, die Transalp kann das bedingt. Man muss ja immer davon ausgehen, dass man eine gewisse Bodenfreiheit hat. Und wenn wir uns das Ganze hier unten mal angucken, da sehen wir eine sehr, sehr tief sitzende Abgasanlage. Und daneben, von der anderen Seite sieht man es was besser, die
Ölwanne, die hängt natürlich auch extrem tief. Ich habe schon schöne Umbauten gesehen von diesem Motorrad, die dann präpariert wurden extra für den Offroad-Einsatz. Hat mir auch gut gefallen, was ich da gesehen habe. Ist allerdings dann doch ein bisschen umfangreicher, wenn man das machen möchte. Ja, ich würde sagen, wir sind so die eklatanten Punkte durchgegangen. Danke fürs Zuschauen, danke an unsere ganzen Kanalmitglieder. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Das supportet unseren Kanal und bringt uns ein Stück weiter. Also einfach mal auf Abonnieren buzzern hier und dann sehen wir uns in 3 bis 4 Tagen wieder. Tschüssikowski, bis Danimanski.